Hi Leute, herzlich willkommen bei Benny's Movie Collection. Vor ein paar Tagen habe ich euch das 4K-Steelbook zu dem neuen Halloween-Ableger vorgestellt, aber die Sucht hat wieder zugeschlagen und ich habe mir auch das normale Blu-ray-Steelbook in die Sammlung geholt und das möchte ich euch nicht vorenthalten. Wir schauen uns das jetzt mal gemeinsam an. Viel Spaß! Ja, hier haben wir das normale Blu-ray-Steelbook vom neuen Halloween. Auch dieses Artwork gefällt mir sehr gut und da ich ein großer Halloween-Fan bin, wollte ich dieses Steelbook auch in der Sammlung haben. Wir schauen uns erstmal die J-Card an. Hier sehen wir das FSK 16-Logo und natürlich den Halloween-Schriftzug. Wir schauen auf die Rückseite. Diese dürfte fast identisch sein mit der des 4K Ultra HD Steelbooks, außer dass hier die Spezifikationen etwas anders sind. Wir haben hier wieder die Inhaltsangabe. Das schaltet irgendwie nie so richtig scharf, glaube ich. Und dann haben wir hier noch ein paar Szenenbilder zum Film, Bonusmaterial, welches enthalten ist und wie gesagt die Spezifikationen. Ja, dann schauen wir uns das Steelbook selbst an. Dieses Mal haben wir keinen Hochglanzeffekt im Steelbook enthalten. Wir haben hier höchstens so einen ganz leichten Metallic-Look um die Silhouette von Michael Myers herum. Wir haben ein gezeichnetes Artwork, welches mir sehr gut gefällt. Wir haben Hintergrund, Bäume, eine Art Wald, aber der Film spielt ja eher in der Vorstadt. Und hier sehen wir dann Michael in seiner vollen Pracht. Die Hand da unten, die stört mich beim ersten Blick immer etwas, aber von den Dimensionen her stimmt das ja, weil die Kamera von unten in einem gewissen Winkel auf Michael zeigt. Aber im Großen und Ganzen sehr, sehr geiles Steelbook. Ja, das Bein, das sieht so aus. Hier haben wir Halloween in einer ganz strangen Schrift, ja. Unten nochmal das Universal-Logo und auf der Rückseite haben wir wieder einen Kürbis, genauso wie beim 4K-Steelbook, nur dass auch hier der Kürbis nicht in Hochglanz gehalten ist. Das Steelbook ist auch hier vollkommen matt und unten sehen wir nochmal ein paar Logos und auch hier muss ich sagen, hätte mir ein anderes Artwork besser gefallen wie dieser Kürbis. Ja, schauen wir mal rein. Ja, hier haben wir dann eine Disc enthalten. Das ist die Blu-ray-Disc. Diese ist auch beim 4K-Steelbook dabei. Sieht auch genauso aus. Und wir haben hier auch dasselbe Innenartwork wie beim 4K-Steelbook. Man sieht wieder Jamie Lee Curtis, wie sie ihre Waffe aufrichtet. Ja, auch das gefällt mir ganz gut. Passt zum Film. Und im Großen und Ganzen nimmt sich da dieses Steelbook nichts. Ja, im Gegensatz zu dem anderen sind beide gleichwertig, wie ich finde. Beide haben geiles Artwork. Und dieses hier ist mit einem Preis von 22 Euro ein bisschen besser vertretbar als das 4K-Steelbook, welches 38 Euro gekostet hat. Ja, ich wechsle jetzt nochmal die Position, sage noch ein paar Worte zum Abschied. Bis gleich. Ja, das war das Blu-ray-Steelbook zu dem neuen Halloween-Streifen. Ich finde dieses Artwork auch wirklich gelungen. Auch wie beim 4K-Steelbook finde ich, dass man beim Back-Artwork etwas mehr hätte machen können. Aber im Großen und Ganzen ein sehr, sehr geiles Steelbook. Und ich habe auch bei Facebook schon viele Posts gesehen, dass dieses Steelbook ziemlich vergriffen sein sollte, dass es schon fast überall ausverkauft ist. Deshalb bin ich noch schnell in den Müller gerast und habe mir ein Exemplar gesichert. Auch dort gab es mit meinem Steelbook insgesamt nur noch 5 Stück und ich bin froh, dass ich noch eins ergattert habe. Ja, ihr könnt mir mal unten in die Kommentare schreiben, wie ihr dieses Steelbook so findet. Findet ihr das besser als das 4K-Steelbook? Habt ihr eins dieser Steelbooks selbst in der Sammlung? Wie findet ihr den neuen Halloween-Film? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen, alle neuen Zuschauer. Lasst gerne mal ein Abo hier. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Euer Benny. Ciao.